Wir werden uns heute mit der Grundform der Kaskade beschäftigen. Dafür brauchen wir drei Bälle. Das ist das, was allgemein die Leute unter Jonglieren verstehen. Und es gibt von Craig Quad eine Methode, die nennt sich Five-Step-Juggling. Die ist in 5 Schritten aufgeteilt und die werden wir uns genau anschauen. Bei zwei Bällen üben wir einen Wechsel und das ist die hohe Schule. Wenn der Wechsel gut klappt mit zwei Bällen, ist man von den drei Bällen gar nicht mehr so weit entfernt. Das heißt, es ist auch manchmal besser, diesen Wechsel zu üben, anstatt direkt bei drei Bällen zu üben. Und ihr startet mit einer Hand, macht diesen ersten Wurf, den wir schon ein paar Mal gemacht haben. Und bevor der aufkommt, werft ihr den zweiten hoch. Und zwingt euch bitte, diesen Ball hochzuwerfen. Egal was ihr macht, werft ihn hoch. Der darf auch einen Tick nach vorne fliegen am Anfang. Wichtig ist, Konzentration darauf zu haben, dass der hochgeht. Und dann könnt ihr versuchen, diesen Wechsel möglichst sauber hinzubekommen. Das heißt, schaut wirklich, dass beide Bälle gleich hoch sind. Tendenziell eher zu hoch anstatt zu niedrig. Und wenn ihr das ein paar Mal von einer Seite gemacht habt, müsst ihr natürlich auch die andere Seite noch trainieren. Und dann startet ihr einfach mal von links. Macht hier so ein paar Wechsel, bis ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch hier sicher. Wenn das gut klappt und ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, immer wieder zu gucken, woran ihr drehen könnt, könnt auch mal merken, okay, wenn ich zu weit nach vorne werfe, dann versucht wirklich beim nächsten Mal den Wurf besser zu machen, kommt in eure Grundposition zurück, das heißt aufrechter Stand, auf beiden Füßen stehen, leicht entspannt, die Arme sind hier, so an den Seiten und ihr wollt in dieses hier kommen.